Der Weg zur Keratoplastik. Mein letzter Bericht zum Verlauf hier im Blog stammt von Mitte November. Nun ist es an der Zeit, zu berichten, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Und das ist nicht gerade wenig. Man vermutete also bei mir einen bakteriellen Infekt und stellte zudem ein Loch in der Hornhaut fest. Kurz darauf wurde es langsam wieder besser. Ich holte mir zudem eine zweite Meinung von einer Ärztin ein, welche wiederum eher vermutete, dass doch Akantamöben dahinter stecken könnten. Die darauffolgenden Wochen verliefen eher schleppend als gut. Ich hatte einige Tage, in denen es mir super ging und wieder andere, die nicht so umwerfend waren. Sprich, mein Auge war gerötet, tränte, das Lid war teilweise angeschwollen. Ich habe ein wenig abgekotzt, da es einfach irgendwann nervt. Man will halt einfach nur noch Ruhe. Dass man nicht sieht, daran gewöhnt man sich erstaunlich gut und schnell, sehe zumindest ich so, nur dieses ewige Hin und Her ist wahrlich unschön. Wie dem auch sei, kurz vor Weihnachten schien alles wieder soweit gut zu sein. Ich schonte mich zwar noch, aber Beschwerden hatte ich dann kaum mehr. Am 24. Dezember ging es mir noch bombengut, das Weihnachten also war recht schön. Am 25. Dezember wachte ich dann auf und verspürte eine Art enormen Druck auf dem Auge. Das Lid war komplett zugeschwollen und drückte mächtig. Direkt im Auge hatte ich komischerweise keine Schmerzen. Wie ich zwischenzeitlich mein Auge öffnete, freute ich mich riesig, dass ich mit einem Mal beinahe 100% Sehkraft hatte. Von 0 auf 100 ist schon ein heftiges Ding. Ich sah zwar alles wie durch ein Glas, also ein wenig gewellt und verzerrt, konnte jedoch mit Sehhilfe, also mit meiner Brille, genaueste Einzelheiten erkennen. Da dachte ich mir dann kann es ja nichts Schlimmes sein und unterließ es, die Klinik aufzusuchen, wie ich es so oft schon tat. Man ist es ja irgendwann gewohnt, immer wieder Hudelei zu haben. Im Endeffekt können die Ärzte leider bei diesem Krankheitsbild nicht allzu viel tun und ich ging davon aus, dass sich das Problem wieder von alleine beheben würde, wie es das schon oft tat. Zudem, seien wir mal ehrlich, über die Weihnachtsfeiertage bzw. über Silvester in die Klinik zu rennen, ist nicht unbedingt das, was man sich ersehnt. Im Zeitraum von Weihnachten zu Neujahr jedoch wurden die Schmerzen so schlimm, dass ich irgendwann bei einer Tablettenmenge von alle 3 Stunden mindestens 2 Stück Ibuprofen 400 Milligramm war. Vollkommen überdosiert, bitte nicht nachmachen. Ich war verzweifelt und habe nicht nachgedacht, damit ich es aushalten konnte. Zu Silvester direkt wollte ich dann aber auch nicht in die Klinik. Ewiges Warten sah ich vorprogrammiert, da ich Böller- und Knalleropfer in Massen in meinem geistigen Auge dort sitzen sah und der Gedanke, hier zu sein, sehr erleichternd war. Hinfahren und dort ewig warten ist nun mal in einem schmerzhaften Zustand kaum aushaltbar. Ich verschob also meinen Klinikbesuch auf, nach Silvester dann, und fand mich am 2.1.2013 dort ein. Die behandelnde Ärztin sagte mir gleich, dass meine Hornhaut eingeschmolzen sei, sprich, die obersten Schichten seien, zumindest zentral, sozusagen weg. Nur noch die unterste Schicht sei noch da und diese wölbte sich zu einer Blase, was ich auch schon im Spiegel zuvor sehr gut erkennen konnte, also die Blase. Das Problem bei dieser sei, dass die sich nicht mehr zurückbilden würde und früher oder später aufplatzen würde. Dann sei nicht nur meine Hornhaut gefährdet, sondern im schlimmsten Falle mein ganzes Auge. Keime und so weiter gelangen schließlich ganz fix dann hinein. Mit dem ersten Befund ging ich dann also erstmal eine rauchen, was sie versucht mir auszureden, bis mein Oberarzt da sei und ebenfalls draufschauen würde. In dem Moment war ich weder niedergeschlagen noch aufgeregt oder verzweifelt, sondern eher stinkwütend. Ich wollte ja um jeden Fall die Hornhauttransplantation vermeiden. Ich wollte nur, dass mein Auge stabil bleibt. Es ging mir nicht ums Sehen. Ich hoffte nur, dass die Hornhaut durchhielte, was sie dann doch nicht tat. Verrückt im Nachhinein. Anfangs flehte ich förmlich um die Operation, doch nun möchte ich sie auf keinen Fall mehr. Nun ja, mein Oberarzt bestätigte die Diagnose und machte sich daran, eine Hornhaut zu besorgen. Ach je, klingt das seltsam, aber so ist es. Es war Mittwoch.
Am Freitag war ich nochmals in der Klinik, um zu überprüfen, ob die letzte Schicht sozusagen noch hält oder aber auch durchbricht. Zudem setzte man mir eine medizinische Kontaktlinse drauf. Ein absolutes Drama, da ich so eine Panik mittlerweile vor den Dingern habe, um das Ganze zu stabilisieren. Übers Wochenende durfte ich dann nochmal heim. Die OP war angesetzt für Dienstag, den 8.01.2013. Montag war ich also dann in der Klinik, ging am Dienstag aber nochmal eine Nacht nach Hause, da die Transplantation auf Mittwoch verschoben wurde und ich im Krankenhaus dank Schnarcher im Zimmer keine Minute geschlafen hatte. Nein, das stimmt nicht ganz. Eine halbe Stunde hatte ich geschlafen, den Rest der Nacht war ich wach. Ich wollte aber ausgeruht in den OP und nicht als völlig fertiger, gestresster Mensch. Am Mittwoch dann also war es soweit. Ich rückte früh wieder an. Um 10 nach 12 sah ich das letzte Mal an die große runde Uhr, die um OP hing, und kurz darauf muss ich dann weg gewesen sein. Ein weiterer Bericht folgt. Ich muss eine Pause einlegen. Ganz liebe Grüße an euch da draußen.